Recht herzlich willkommen zur 131. Folge von Simotrans. Ja, wir haben 658 Leute hier stehen. Jetzt ist die Frage, wie kommen die hier weg, ne? Also, das muss ja der Stadtbus dann hier erledigen, ne? Oder wie sehe ich das? Ja, der hat ja auch jetzt 68 geladen. Wir sitzen dann hier auf der Stadt. Wo sind ja drei Busse unterwegs hier? Da geht ja, ne? Wann kommt der nächste? Gute Frage, ne? Mal aus gerade hier, V. Da oben ist jetzt einer. Der ist aber auch schon voll. Oder war das der, der jetzt gerade rumgefahren ist? Kann natürlich auch sein. Wer, der ist von mir gerade eben aus der Korne. 52 Gäste sind da jetzt drin. Der fährt da oben hin. War jetzt da und hat 21 geladen oder was? Weil er erst noch nach da fährt. Okay. Und nehmen wir den auch noch gerade mit. Die Haltestelle hat 658, 22, das ist gut. Fährt jetzt zurück und müsste dann den Rest einsteigen lassen. Ja, die fahren ja über Waldweghafen, das passt also. Das heißt auch, die steigen jetzt hier ein. Doch nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Steigen hier welche ein? Auch nicht. Dübeln, Waldweghafen ist schon der richtige, aber... Okay, die fahren jetzt erst hier hin. Fahren wir dann wieder dahin? Gute Frage, nächste Frage, ne? So, das war jetzt noch einer. Hat sich eben nichts geändert mit den 658 Leuten. Das war der dritte Bus jetzt, ne? Ja, der ist jetzt leer. So, jetzt haben wir den mit einem Passagier. Acht, null. Das ist der Bahnhof. Einer da. Na, da war jetzt einer und hat trotzdem nicht geladen. Ich komme da nicht weg, die sehen 58 oder wie sehe ich das? Das ist ja jetzt richtig doof dann. Ah, jetzt sind wir gerade geladen worden. Okay, da hat es gedauert, bis die Busse das vielleicht mitkriegen, dass die da langfahren müssen, ne? Oder beziehungsweise mitfahren müssen. Ja. Gut, dann hat sich das ja übrig. Das wird ja... Klick daneben ist auch vorbei, ne? Dann hat sich das ja übrig. Dann wird das ja auch abgebaut. Dann passt das ja alles. So, jetzt ist nur die Frage. Jetzt fahren die von hier aus... 1100 warten jetzt, um nach wo zu fahren? Floto ist mit dem Schiff, Radolf Zell ist mit dem Zug. 375. 159 noch weiter dann. Wo ist der Zug? Da, der kommt gerade. Hat gut geladen. Okay, das heißt, wir schauen mal nach da hinten weiter. So, da ist ja schon die Bahn wieder. Die fährt dann bis hierhin, ne? Und der fährt bis dahin. Es gibt keinen Zug, der nach da hinten fährt. Würde aber bestimmt Sinn machen, hier eine Haltestelle hinzubauen und mit dem Bus zu verbinden, ne? Wo ist hier die Wechselstation, bitte? Ich glaube hier, ne? 364 Passagiere warten. Davon sind wenige nach Radolfzell. Gerade mal vier, ne?
Woran liegt's? Weil es eine schlechte Verbindung ist, oder was? Gut, dann ist das erstmal so. Lassen wir das so. Das reicht ja mit der Bimmelbahn ja auch noch. Die ist ja auch schon wieder erstmal voll. Gut, schauen wir mal weiter gerade, wo wir noch sowas haben, wo Bahnhöfe total voll sind mit Passagieren. Gucken wir mal gerade nach Lauter. Ist das vom Bahnhof losgefahren? Nö. Das ist der Wechselbahnhof hier. Und der Wechselstation hier. Da auch nicht. Da auch nicht. Wo würde der Fernbus hier anhalten, ist die Frage, ne? Aha. Hier 353 nach Sonderhausen. Aber das ist jetzt nicht wirklich, wo ich sagen würde, jo, da müssen wir was tun. Und hier ist die Wechselstelle, ne? 283 warten. Nach Floto. Das ist alles so noch machbar. Und hier? Ne, falsche Taste. Und hier ist die Wechselhaltestelle da oben. Äh, 2176 möchten da noch zum Hafen. Ich glaube, da müssen wir gerade was tun. Ich glaube, das geht gar nicht. Dann nehmen wir noch so einen Doppeldecker rein. Das ist der Stadtbus Floto, ne? Da unten. Kopier den mal und starte mal beide. Fährt natürlich jetzt gleich in die falsche Richtung. Floto, Efeuweg. Was ist denn der Efeuweg hier da? Naja, jetzt passt schon, der fährt erst dahin, der andere fährt dahin, alles gut. Und 92 Leute dran, er passt. Das sind genug, die erstmal das wegbringen. Können wir so stehen lassen, denke ich mal, ne? Wie sieht's hier aus? Ist das hier die Wechselhaltestelle? Na, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist hier. Diese hier ist die Wechselhaltestelle. Oh, warten aber auch noch ein paar mehr, ne? Lass mal kurz nach Abdeckung gucken. Da oben ist noch was fehlend, aber keine Häuser. Hier ist auch gut. Sonderhausen. Oh, da ist hier nicht abgedeckt, ne? Ist das so oder ist das nicht so? Was ist denn das für ein Gebäude? Eine Touristenattraktion, Kindergarten. Da müsste man da was bauen, oder wie? Und das ist kein Stadtbus, ne? Doch, Stadtbus und nach Hause, okay. Stadtbus und nach Hause. Jetzt haben wir gerade den Fahrplan. Nee, das haben wir wohl mal geändert. Der fährt wirklich nur noch so nach Hause an. Okay. Dann müssen wir da gerade noch eine Haltestelle basteln. Dann lass erstmal gucken nach der Haltestelle, wie die Abdeckung ist. Aha, das heißt, wir müssen an dieser Schräge hin. Das heißt auch ein bisschen aufschütten, ne? So muss es wohl sein. So, und dann das dorthin und der Postkosten kommt daneben oder dahinter vielmehr. So ist gut.
Okay, dann müssen wir die Linie ändern vom Stadtbus. Sonderhausen. Da ist er. Linie ändern. Sonderhausen Mittelgebirgsrathaus. Da ist das nicht. Ja, dann würde ich sagen, fährt er dahin. Und dann fährt er dahin. Und dann wieder nach ganz oben, Mittelgebirgsrathaus, ne? Passt. Linie geändert, läuft. Dann wird der Kindergarten auch wieder bedient, ne? So, Abdeckung ist gut. Weiter nach Lauter kurz gucken. Da ist alles abgedeckt. Gucken wir nach Döbeln. Da war aber die letzte Abdeckung eigentlich auch da, ne? Haben wir da gemacht, genau, passt. Adolfzell. Hat hier noch die Erweiterung. Soweit, so gut. Dann noch Altenau. Ne, Adenau ist es. Altenau ist da drüben. Ist auch gut. So, hier ist Altenau. Dem ist aber auch gut. Hardexen. Auch noch gut. Dann fehlt uns nur noch Riedenburg. Sieht aber auch gut aus. Ja, passt. Alles abgedeckt. Gut, ja. Ne, Linienverwaltung war falsch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte in die Listenansicht von den Haltestellen und nach Warten gucken. Und dann absteigend. Okay, das haben wir schon gemacht. Da fahren zwei Busse mehr. Am Efeuweg. Döbeln, Waldweg, Hafen, ja. Die meisten. Na, die Bahn fährt die weg und die anderen sind mit Schiff. Alles gut, denke ich. Wo ist das? Das ist in Plotho. Ja, die meisten mit dem Schiff warten, das ist auch klar dann. Da warten 1800 Riedenburg, Südostwald. Wo ist denn das, bitteschön? Ist das touristisch ein Ziel oder was ist das? Also ja, doch Südostwald, hier unten wollen die hin. Tja, da müssen wir wohl da mal gucken, dass wir da noch einen Bus drauf kriegen, ne? Wo ist denn der? Da. Okay. Wer fährt denn hier? Der da? Und was ist auch die Linie? Oh, zwei Busse tatsächlich. Der eine fährt total minus ein. Puh. Kannst du den ausmustern, ne? Dann kannst du den ausmustern. Und hier machst du einen Doppeldecker drauf. Und Stadtbus Riedenburg. Ja,
Primordialistische Ziele waren das, okay. Zwei Stück kopiert und fertig. Und der wird ausgemustert. Ja, und die fahren alle Minus ein dann, ne? Ist so. So, der ist auf Nicht-Laden, fährt aber noch Apollo-Tempel auch noch an, okay. Ja, ganze Ecke zu fahren, würde ich sagen, ne? Ja, gut. Ja, dies wird sich nicht rentieren, das ist halt so, weil der hier jetzt nach hier hinten fährt und ja, irgendwie das nicht so positives Dingens gibt hier, ne? Der fährt auch noch ein Rehr dahin, ne? Der zweite auch. Machen wir gerade einen Tacken schneller. Naja, 33 hat der eine, der andere hat nix. Der Warten ist jetzt weg. 92 und der andere hat 8. 55, 18. Einer. 3. 92, jetzt fährt er zum Tempel dann, ne? Ja, okay. Das ist dann halt so. Können wir auch nicht ändern. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.